Was sind denn gemetzte Leute? Das verstehe ich nicht. Oh, das seid ihr schon wieder bei Fallout 3 hier im Let's Play, wa? Warte mal, ich muss mal kurz hier ein Sicherheitsding speichern. Ja, wir schreiben mal das. Oh. So, wir wollten ja hier noch mit ein paar Leuten reden, wa? Ah, Licht hat schon an. Hallo, Nova. Ich muss also langsam ein Bett finden hier. Hallo. Ja, Mr. Jericho. Was kann ich für Sie tun? Hallo. Mein Glas ist leer. Sag mal, können die mir die so eine Bar ist das nicht. Noch ein Getränk. Hey, Nova, weiß ich nicht. Da. Hey, was darf es denn sein? Ich suche meinen Vater. Er ist in den besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Ja. Ja, an den erinnere ich mich. Ich habe gesehen, wie er mit Moriarty gesprochen hat. Ah. Gut aussehende Männer wie diesen vergisst man nicht so schnell. Gut, kann ich jetzt nicht so sagen. Kann ich jetzt so nichts zu sagen, weil das ist ja mein Vater hier im Spiel. Und da habe ich jetzt eher nicht so Bezug zu. Ich habe bereits mit Moriarty gesprochen, aber wenn wir kommt die Info, erspart mir eine coole Tour und dann wir mehr mit Informationen gegen war. Ich habe bereits mit Moriarty gesprochen, aber er will den Kronkorken für die Info. Willst du auch was für die Info? Wahrscheinlich, ne? Geh ich mal von aus. Komm, sag es mir. 100 Kronkorken, 50 Kronkorken oder du kuschst vor dem. Ja, das ist genau Collins Stil. Er verkauft so viele Informationen, dass man annehmen könnte, die Kneipe ist nur ein Hobby. Ach so, ja, das hilft mir jetzt aber nicht. Was hat denn redest du von Gore? Ja. Wenn man mal sein Aussehen außer Acht lässt, ist er ein echter Schatz. Ah. Colin ist allerdings sehr sauer auf ihn. Warum? Wieso ist Moriarty so streng mit ihm? Tja, keiner von uns mag den verdammten Bastard. Aber mit Gorb springt er am miesesten um. Wahrscheinlich nur, weil er anders ist. Was? Du bist aber sehr, also ich muss ja sagen, du bist sehr wortkarg. Kann das sein? Du antwortest mir nicht auf meine Fragen, wo mein Vater ist. Hast du jemals mit ihm gearbeitet? Ob ich auch mit Gorb zu tun habe? Ach, er ist sehr nett und ich weiß, dass er gerne, naja... Will ich nicht wissen. Ich will ja nicht oberflächlich klingen oder so. Ich meine, ich bin eine Hure. Meine Ansprüche sind nicht gerade hoch. Also, es gibt Leute, mit denen nicht mal ich mich einlassen würde. Typen, die matschiger sind als ich, gehören dazu. So redest du über einen Gorb? Alter, was bist du denn für eine? Wo ist er denn hergekommen? Er spricht nicht viel darüber, aber anscheinend gibt's irgendwo unten in DC eine ganze Stadt voller Ghule. Er hat seine Mutter ein paar Mal erwähnt, aber mehr ist nicht aus ihm rauszukriegen. Ach so. Er ist jetzt seit ungefähr 15 Jahren hier. Ne! Seitdem Moriarty ihn diesen Sklavenhändlern abgekauft hat. Was? Weil mal der Ghule, der muss auch Krebs haben. Krebs. Der muss auch schon längst tot sein. Reden wir über was anderes. Baby. Was hast du auf dem Herzen? Ich hab da so ein Kolosserie-Spiel auf dem Herzen. Wie viel kostet denn ein Zimmer? Für dich? Ein Zimmer und etwas Gesellschaft für 120 Kronkorken. Im Voraus. Ich hab leider keine 120 Kronkorken. Naja, ohne Geld wirst du nicht weit kommen. Ich hab 10 Kronkorken. Was muss ich machen, um dich zu buchen? Ich frage einfach nur. Ich frage für einen Freund. Du musst dein Zimmer mieten. Dort kannst du schlafen oder nicht. Ist mir egal. Ich werde sowieso bezahlt. Ach so. Na gut. Was hattest du über den Radiosender gesagt? Was? Ach, du meinst, warum Gorb auf das Radio eingeschlagen hat? Ja. Nun ja, hier in der Wüste gibt es 2 aktive Radiosender. Ah. Zum einen ist da der Radiosender der Enklave. Keine Ahnung, wer dahinter steckt, aber hört sich an wie eine aufgezeichnete Vorkriegssendung. Außerdem gibt's das Galaxy News Radio. Ein Typ namens Three Dog betreibt es irgendwo in DC. Aber seit kurzem ist das Signal nicht mehr da. Das klingt nach einer Quest. Was ist denn da mit dem Galaxy News Radio? Machst du Witze? Jo. Ah, hey. Du kommst wohl aus dieser Vault. Ja. Okay. Es ist der einzige freie Radiosender des Ödlands. Ah. Der Betreiber, Three Dog. Scheint der Einzige zu sein, dem das alles am Arsch vorbeigeht. Er redet ständig über den guten Kampf oder so. Ist aber besser als der Mist der anderen Sender. Okay, was für andere Sender? Was kannst du mir über Moriartys Terminal sagen?
Dieses dumme Ding ist sein ganzer Stolz. Er bewahrt dort seine schmutzigen, kleinen Geheimnisse über alles auf, was hier vor sich geht. Ich habe ihm mal über die Schulter geblickt, als er etwas eintippte. Da wurde er sehr wütend und hat mich zu Boden gestoßen. Sollen wir die versuchen zu überzeugen? Wir haben noch kein gutes Karma, glaube ich, bei dir, oder? Soll ich mal... Ich versuche einfach mal. Hier, hilf mir in der Terminal zu steigen, Nova. Ich muss unbedingt Papa finden. Tut mir leid, aber dafür lohnt sich's nicht, sich selber in die Scheiße zu reiten. Dreh dich gleich in die Scheiße und dann dreh dich in die Scheiße aus dem Gesicht. Gut, danke. Ja, dann keine Ursache. Auf. Ja, für nix. Ich muss jetzt gehen. Pass auf dich auf, Schatz. Ach. Wie geht's denn so? Geht's alles so weiter? Hä? Ist er denn jetzt hier schon wieder so? Hast du ein Problem? Ansehen ist gratis. Alles andere kostet was. Redet ihr mit dem Chef so gerade? Was ist? Hey, noch nie einen lassen Sie besser sehen. Wenn ich was tun kann, nur raus damit. Geh mir aus dem Weg, du Arschloch. Mach halt's Maul. Du dämliche scheiß Leiche. Was ist hier? Kann ich nicht rein? Oh. Oh, nee. Dann raus hier. Dann bringt mir alles nichts, ey. Guten Abend. Jo, Abend, ciao. Draußen ist es jetzt dunkel. Eingenommen ist Simpacks 1. Geschüttelte Leute 4. Ah ja, in der Vault. Ah, ich sehe gar nichts. Ah. So, jetzt muss ich hier irgendwie Aufgaben kriegen. Zum Glück bin ich jetzt aus der Spelunke raus. Man kann ja hier das Ding. Ach, es ist ja Nacht. Wo kann man denn warten eigentlich? Weißt du, wenn ich mich schon nicht heilen kann, dann kann ich ja wenigstens bis zum nächsten Tag warten. Steuerung, Tastenbelegung. Warten ist T. Okay. T. Ich will warten bis... acht Stunden. Warten. Jetzt müssen wir warten. Jetzt sitzen wir hier 6 Stunden rum. Ich warte noch 1 Stunde. No way. Naja, okay. So, warte mal, wie viel Uhr ist es? Ich glaube, ich warte noch 1 Stunde, dann ist es 8 und dann sind alle wieder auf den Beinen. So. Ich glaube, so ist das. Stehen sie alle draußen, laufen rum. So. Hier haben wir jetzt. Ah, okay. Wo bist du? Der Fächer. Der Fächer fehlt. Fächer. Oh. Na, Jenny, ich weiß, dass ich Sie noch nie in Megaton gesehen habe. Mhm. Lassen Sie mich raten. Nur auf der Durchreise, oder? Hier versuchen ja ständig Leute, sich niederzulassen. Egal. Wenn Sie Hunger haben, sind Sie hier genau richtig. Was darf sein? Was sagt denn die Speise? Ne, das müssen wir wissen. Was können Sie mir über Megaton sagen? Wir sind ja noch am Kennenlernen. Einige Leute hassen diesen Ort, was auch ihr gutes Recht ist. Aber was zur Hölle erwarten die? Nahrung, Schutz und Sicherheit. Mehr braucht man nicht. Ich habe nicht viel gehört. Ehrlich gesagt, verlasse ich die Lantern nur selten. Zu viel Arbeit. Und der Tag hat zu wenig Stunden. Verstehen Sie? Let's gehen. Wir sind immer da, wenn Not am Mann ist. Okay. Gut. Weiß ich Bescheid. Ah ja, hier wollte ich mal rein. Da wohnen nämlich, glaube ich, nur ganz verrückt. Ah ne, hier wohnt
gut, keine Verrückte. Ey, Doc. Doc Church. Ich bin Doc Church, Inhaber dieser Klinik. Mhm. Bevor Sie mich um Hilfe bitten, sollten Sie die Regeln kennen. Mhm. Regel Nummer 1, stören Sie mich nicht. Wenn Sie mich stören, empfehle ich Ihnen, fast tot zu sein. Ich habe schon genug Arbeit mit den Leuten, die ich mag. Mhm. Befolgen Sie meine Regeln. Dann nähe ich Sie auch wieder zu. Wenn Sie außerdem auch immer brav zahlen, sollten wir gut miteinander auskommen. Das ist aber kein gutes... Ich bin verletzt, aber nee, können Sie mich von der Verstrahlung befreien? Ich brauche was, um mich besser zu konzentrieren zu können. Was können Sie mir beim Megatron sagen? Was machen Sie hier? Was wissen Sie über die Leute hier? Ich frage einfach mal, vielleicht gibt er mir eine Quest. Ich bin der Arzt der Stadt. Was aufgeschnitten ist, nähe ich zu. Was infiziert ist, schneide ich ab. Was können Sie mir über Megatron sagen? Ich muss sagen, dass von allen infizierten Dreckslöchern, in denen ich gehaust habe, dies hier das am wenigsten dreckigste ist. Na gut. Was wissen Sie über die Leute hier? Ein Arzt spricht nicht über seine Patienten. Jedenfalls nicht mit Fremden. Nur keine Panik, ich bin selbst Doktor. Okay, jemand mit medizinischer Ausbildung sollte zumindest ein bisschen Einsatz zeigen. Und vielleicht können Sie den Jungen zur Vernunft bringen. Leo Stahl, der Junge hat ein Jet-Problem. Mm. Ich habe ihn 2 oder 3 Mal hier geschnappt, als er versuchte, meine Narkosemittel zu stehlen. Nee. Nicht mal seine eigene Familie weiß es. Nachts geht er rauf zur Wasseraufbereitungsanlage, um sich zuzudröhnen. Ich erwische ihn nicht. Vielleicht Sie. Nachts geht er da also hin, okay. Zur Wasseraufbereitungsanlage, um sich zuzudröhnen. Okay, da erwische ich ihn. Versuchen Sie, sich nicht zu verletzen. Jetzt muss ich ja bis nachts warten, oder was? Das ist doch einfach nur eine Last, ist das hier, eine Last. Wo war denn hier die Werkstatt? Irgendwo war eine Werkstatt. War das hier? Nee, da bin ich ja... Da rechts, glaube ich, oder? Supply. Ja, hier könnte das sein. The Crater Side Supply. Ja, genau, hier zu der Vault ist. Die ist bekloppt. Hey, ich habe gehört, Sie kommen aus der Vault. Hm. Ich habe schon seit Jahren keinen mehr aus der Vault zu Gesicht bekommen. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Moira Brown. Ich leite den Crater Side Lagerraum, aber meistens bastle und forsche ich. Hören Sie, ich arbeite an einem Buch über das Ödland. Es wäre toll, wenn es ein Vorwort von einem Vault-Bewohner hätte. Würden Sie mir dabei helfen? Wenn es sein muss. Wo ist der Vault-Anzug da hinten her? Ah ja, da hängt einer. Stimmt. Wo ist der Vault-Anzug da hinten her? Ich bin mir ziemlich sicher, dass vor 10 bis 12 Jahren ein Mädchen damit in die Stadt gekommen ist. Sie wusste nichts über das Ödland und ich wusste, dass ihr ohne Schutz etwas zustoßen würde. Darum bot ich ihr an, den Vault-Anzug zu panzern. Ich sah sie nie wieder. Bestimmt kam die Arme da draußen um. Sie war gewissermaßen der Anstoß zum Buch. Wenn Sie mir helfen, gehört der Anzug Ihnen. Na gut. Prima, erzählen Sie mir, wie es ist, immer unter der Erde zu leben. Zum ersten Mal nach oben zu kommen. Oder was auch immer Sie erzählen wollen. War das Paradies? Keine Angst, keine Sorgen, kein Streit, bis Papa weg war. Das stimmt ja eigentlich nicht. Das draußen ist super im Hauptsaal. Kann ich nicht mal die Decke sehen. Ich komme als Botschafter der Utopie aus Vault 101. Falle da auf die Knie. Wir können die Leute hier draußen leben. Ich habe noch keine Essensautomaten gesehen. Es war eng, dunkel und das Essen war Müll. Zum Glück ist alles vorbei. Ich sag mal, oh ja, ich weiß nicht. Ja, hier, ich will ja wissen, hier, was mit Vater jetzt ist. Also, war der Paradies, keine Panik. Ein Papa, der abgehauen ist, was? Ja. Von der Sorte habe ich schon viele gesehen, aber noch keine mit einem großen 101 auf dem Rücken. Mhm. Viel Glück bei Ihrer Suche. Vielleicht wird Ihnen der gepanzerte Vault-Anzug da draußen helfen. Was meinen Sie? Das würde gut ins Buch passen. Wollen Sie mir bei der Recherche helfen? Ich kann Sie auch bezahlen. Los, das wird sicher lustig. Ich weiß, was lustig ist. Oh, okay. Was ist das für ein Buch, an dem Sie arbeiten?
Naja, das Ödland da draußen ist ein gefährliches Pflaster, stimmt's? Ja. Die Leute könnten Tipps gebrauchen. Sowas wie ein Ödland-Überlebenshandbuch. Darum brauche ich einen Assistenten, der meine Theorien testet. Ich will keine Verletzungen durch Fehler. Das bringt keinem was. Nein, dann schreien sie mich dauernd nur an und sagen ganz, ganz böse Dinge zu mir. Sagen die dann ganz, ganz böse Dinge zu dir? Sowas wie, du bist doch hier die verrückte Professorin, die alle Leute als Versuchskaninchen benutzen will. Du rothaariges Mistvieh. Ich kann wahrscheinlich... Erstmal, ich würde gerne noch mehr über die Bezahlungen Erfahrung bringen. Ach, ich hätte da Kronkorken, Medikamente und vielleicht sogar ein paar einzigartige Erfindungen, wenn sie gut sind. Sicher habe ich was Passendes. Mit etwas Einfallsreichtum können sie einen Haufen Schrott in einen Berg von Kronkorken verwandeln. Und Schrott gibt es genug. Und? Helfen sie? Ich muss mir sicher nicht, ob das vorher spielt, sicher ihre Laborate. Ja, okay, ich glaube, ich kann mit diesem Überlebenshandbuch helfen. Also gut, los geht's. Ich denke, das erste Kapitel sollte sich mit dem Überleben angesichts der tagtäglichen Gefahren befassen. Es geht um verschiedene Themen, wie und wo es Essen gibt, die Gefahren der Strahlung und wie man Landminen vermeiden oder sogar nutzen kann. Oh, das klingt nach Spaß, oder? Was kommt als erstes dran? Essen holen, ich mach das eins nach dem anderen. So, Essen holen hier. Naja, Lebensmittel und Medikamente braucht jeder an und wann. Ah, ja. Richtig? Das A und O bei der Sache ist ein Ort, wo man sie leicht findet. Nicht weit von hier ist ein alter Super-Duper-Markt. Ich muss wissen, ob es an einem solchen Ort noch Arzneien und Lebensmittel gibt. Arzneien. Okay, ich sehe im Super-Duper-Markt nach. Super! Lebensmittel sind das Wichtigste. Aber Medikamente wären auch nicht schlecht. Und wenn sie nichts finden, kommen sie zumindest heil zurück, okay? Also, das muss ich mir noch überlegen. Haben sie eigentlich mal dran gedacht, die Bombe zu entschärfen? Das kann ich nicht tun. Für die netten Leute in der Kirche wäre das eine riesige Enttäuschung. Na und? Außerdem ist es ja nicht so, dass diese Bombe schon mal jemanden verletzt hätte. Leben und leben lassen, richtig? Na gut. Sag ich jetzt mal nichts zu. Wie hat die überhaupt überlebt? Kann ich sie was über ihren Job und den Sinn meiner Recherchen fragen? Verkaufen sie irgendwelche speziellen Gegenstände? Sehen wir mal, was im Angebot wäre. Können sie meine Ausrüstung reparieren? Ja, ich glaube, ich muss jetzt gehen. Ich glaube, ich mache das jetzt erstmal. Das ist jetzt erstmal das, was ich für die mache. Bis dann! Ja, ciao. Er hat mir so einen dummen Wallanzug. Wer bist du denn? Keine Mätzchen, ja? Ach, leck mich doch am Arsch, Alter. Was willst du von mir? Oh, ich darf mich setzen. Ich will eine Schlafklinge, Alter. Lass doch beschissen hier. Lass doch riesiger beschissen. So, ich will gerne hier das Dingens reparieren da. Wen kann ich denn da mal fragen? Wasseraufbereitungsanlage. Wo war die da? Hier sieht nichts aus wie eine Wasseraufbereitungsanlage. Vielleicht nach oben. War die jetzt da oder da? Ich guck mal da. Oh. Ich will hier die Wasseraufbereitungsanlage. Ich krieg ein paar Geld. Ich hoffe doch, Sie halten sich vom Ärger fern. Ich will für Ihre armselige Haut keine guten Kugeln vergeuden. Nee, das sag ich dem noch nicht. Weiß nicht, ob ich die Bombe entschärfen kann. Ich muss jetzt gehen. Okay. Spielen Sie nicht mit dieser Bombe herum, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun. Ja. Ja. So, hallo. Megaton-Siedler, sagst mir eh nix. Wasseraufbereitungsanlage. Die ist entweder... Das war hier nochmal, da hat glaube ich irgendein Haus. Wo ist die West? Wo ist denn die Aufbereitungsanlage? Jerichos Haus? Hallo. Was läufst du hier mit so einem komischen Messer durch die Gegend? Hast du irgendwas vor oder was?
Wow. Oder ist das da die Aufbereitungsanlage? Da ist ein Wasserturm drauf. Oh, das Damenklo. Ich will zur Wasseraufbereitungsanlage. Hallo. Hey, Manja. Hallo. Ich bin froh, dass wir uns wiedersehen. Hey, ich hab dir angesprochen. Hallo, ich bin Manja. Der alte Knacker, der hier rumläuft, ist mein Ehemann Nathan. Du bist aber auch so ein Feigengesicht. Sagen Sie Bescheid, wenn wir Ihnen irgendwie helfen können. Sprechen Sie nicht mit Nathan. Er labert Sie nur mit der verdammten Enklave voll. Habe ich schon gehört. Und er hat mich auch doof angemacht. Ich stelle einfach Fragen zur Geschichte. Was gibt's in dieser Stadt? Heutzutage mache ich mir in der Stadt nur über eine Sache Sorgen. Was mein verdammter blöder Mann wieder anstellt. Er wandert Tag und Nacht hier herum, predigt über die Enklave und versucht, an Teile für seine Knarren zu kommen. Ich weiß nicht, wer der größere Narr ist, er oder ich. Schließlich habe ich ihn ja geheiratet. Alte Leute. Schicken Sie Nathan nach Hause, wenn Sie ihn sehen. Okay. Jetzt gehe ich aber erstmal zur Wasseraufbereitungsanlage. Ist das da? Kennst du? Der Jericho immer wieder. Nee, der Moriarty steht wieder vor der Tür und macht nichts. Der Laden läuft ja einfach so von sich aus. Das ist das Männerklo. Ey, stinkt das, ey. Irgendwo ist hier der Aufbereitungsanlage mit Wasser. Das sieht nämlich danach aus. Hier, das Röhrchen sind da. Ja, das ist der Lagerraum. Dann ist das hier die Aufbereitungsanlage. Wenn sie das nett ist, rastig aus. Water Processing Plant. Hey! Was? Ja, wie bitte? Hey, Walter. Wie kann ich hier helfen? Nun, alle wissen, dass die alte Wasseraufbereitungsanlage bald den Geist aufgibt. Ich bin der Einzige in der Stadt, der das Ding in Gang halten kann. Ich verbringe so viel Zeit in der Anlage, dass ich mich nicht um die Lecks kümmern kann, die die Rohre in der Stadt ständig bekommen. Nun, ich erwarte von Fremden nicht viel, aber falls sie sich gut genug auskennen, können sie diese Lecks suchen und ausbessern. Das könnte ich machen. Wie viele gibt es denn? Dem Druck in der Anlage nach zu urteilen, würde ich sagen, dass es in der Stadt insgesamt 3 Lecks gibt. Überprüfen Sie die Rohre und die Ventile. Die Lecks sind unter Umständen schwer zu finden. Ich finde die schon. Ich werde es mir merken. Ich hoffe, Sie können mir helfen. Wenn die Leute wüssten, wie übel es hier oben aussieht. Nicht auszudenken. Was soll ich nochmal für das tun? Was können Sie mir bei Egerton sagen? Was machen Sie hier? Was gibt es Neues in der Stadt? So, okay. Wieder an die Arbeit. Ja. Ich guck mal nach Lecks. Ach. Ihr blöden Lecks, ich finde euch und dann werde ich euch kaputt machen. Wenn ich nämlich Lecks kaputt mache, dann sind die Lecks wieder ganz. So, da unten habe ich doch irgendwas gesehen. Da ist eins. Kann ich sofort schließen. Bam, ala, bam. Temperatur habe ich. Ja! Da oben ist eins. Und da hinten war, glaube ich. Ja, da komme ich zuerst. Es wird keine Tränen, keine Sorgen. All deine Schlüster im Wasser. Ich werde das wieder aufbereiten und eine Bombe da kaputt machen. Das kannst du mir aber glauben. Ja, so, und jetzt da oben das noch. Wenn ich jetzt hier durchgehe. Komme ich da dahin? Armory. Ah. Kann ich einbrechen, bevor ich den Laden sprenge. Das ist doch hier irgendwo. Oder so da oben? Ach, das ist immer so schwierig. Schwierig. Da. Da muss ich ein bisschen klettern. Hier war ich ja eben schon. Oha. So. Oha. Hier komm ich ja. Bin ich da? Hey. Komm ich wieder weg? Hm.
Alter, was ist da da? Bin ich schon Dächer. Ah. So, da kann ich ja jetzt dem Typen da oben Bescheid sagen, im Wald da. Mein Gott, Walter, ey. Jedes Ohr soll ertauben. Jedes Auge soll erblinden. Jeder Mund soll seine Fresse halten. Jede Nase soll gebrochen werden. Ey, yo, Ding ist erledigt, Alter. Was? Ja, wie bitte? Ich hab die Reparaturen repariert. Das ist ja... Die Anlage hat wieder vollen Druck. Sie haben offenbar alle Lecks ausgebessert. Ja. Danke. Ja. Ich danke Ihnen. Ja, klar, Alter. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Sie wieder reißen. Und dann ist vielleicht niemand hier, um Sie zu reparieren. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Was denn? Sie bekommen von mir Kronkorken für jedes Stück Alteisen, das Sie mir bringen. Altmetall gibt's genug. Es liegt im ganzen Ödland verstreut. Mit einem kontinuierlichen Nachschub an Altmetall kann ich die Anlage und die Rohre instand halten. Was meinen Sie? Ich bin kein Bodenjunge, bezahlen Sie mich einfach für die Reparatur. Hört's gut an, springen die Teile mit, und ich finde. Hervorragend! Diese Teile werden die Anlage und die Wasserversorgung der Stadt in Gang halten. Kommen Sie gleich zu mir, wenn Sie wieder Teile finden. Ich hab Teile, glaube ich. Was? Ja, wie bitte? Na sicher will ich Teile kaufen. Was haben Sie denn für mich? In Ordnung. Lassen Sie mich Ihnen Ihre Kronkorken geben. Okay. Dann muss ich jetzt wieder an die Arbeit. So, Leute. Jetzt muss ich mich gleich mal so langsam auf den Weg machen. Denn ich muss ja in den Supermarkt. Und da sollte ich ja ein paar Klamotten holen hier. Medikamente oder Futter. Lass mich hier hoch. Wo bin ich überhaupt? Ach, da wollte ich. Doch, da ist der Ausgang. Also ich wollte da links noch hoch, weil da wohnt auch irgendjemand. Irgendeine Hütte kann man sich kaufen. Ich glaube, die da drüben kann man sich kaufen. Oder verdienen. Ui, ui. Megaton. Leeres Haus erfordert Schlüssel. Ich will da rein. Ich will da rein. So, alles hier noch. Na gut. Warte mal, da hinten gehe ich doch nochmal gucken. Vielleicht haben die zwei Türen. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Entschuldigung. Naja, ist ja nur eine Folge. Ich mache mich jetzt auch gleich wieder aus. Ach, das ist Lucas Sims Haus. Ich wollte eigentlich woanders hin. Ist egal, ich gehe jetzt in den Supermarkt. Ciao, Leute, wa? Ich gehe halb verletzt hier aus der Bude. Wir, die Ghule, haben die Fähigkeit, vernünftig zu denken. Immer hereinspaziert, einen angenehmen Aufenthalt. Oha! Durstig, gehen Sie zu Moriartis. Die kältesten Drinks im Ödland der Hauptstadt. Durstig. Oha. So, eigentlich ist es richtig cool hier die Sachen zu finden und zu sammeln. Und ich gehe nämlich jetzt Richtung Supermarkt. Supermarkt. Da muss ich kurz auf die Karte gucken, da bei der Gelegenheit kann ich direkt auch die Karte vorstellen, und zwar bei Daten. Velo-Karte. Super duper Mart. Da gehe ich jetzt hin. Der Tenpenny Tower ist, glaube ich, da unten irgendwo. Da, ja. Da gehen wir auch noch hin. Und das ist Arifu. Warte mal, wenn das da
Ja, doch, die Map ist ganz groß. Doch. So. Ich muss hier ein bisschen lauter machen. Dann gehe ich jetzt mal, wie spät ist es? Naja, gut. Ich gehe mal in Richtung Super-Duber-Mart. Kann ich mir die markieren? Sie haben diesen Ort noch nicht entdeckt. Ja, ich will ja markieren. Wollen Sie Ihre Markierung setzen? Ja. So. Was habe ich an Waffen? Ein Knüppel. Schusswaffen. Gegenstände. Waffen. 10mm Pistole habe ich. Oh, habe ich genug? Oh, ja. Gut, die nehme ich. So. R. Immer schöne Knarre im Anschlag halten, wa? Damit wir hier gar nicht erst in die Patrouille kommen. Was eh passiert. Ich muss echte Augen offen halten. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie das hier mit den Monstern war, wo die alle sind. La 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 la. Ach ja, ich wollte aber noch was anderes anziehen. Kleidung. Gepanzerter World Overall. Helm ist. Was habe ich denn überhaupt an? SRGW. SRGW. Das ist, glaube ich, besser. Was heißt denn jetzt? Ich weiß es nicht. Brille. Ach so, ne, da will ich einen Helm. Ein von denen. So, Leute. So, nochmal speichern hier. Das ist der Nummer 8. Speicherstand. So. Nee! Du Misthöhle! Arschlochhund. Also früher habe ich das immer so gemacht, ich habe jetzt hier keine, ich habe auch immer hier die ganzen radioaktiv verstrahlten Sachen gefuttert und getrunken. Das mache ich jetzt auch. Habe ich nicht gemacht, das mache ich jetzt aber und dann kann ich mich ja hinterher von der, mit Radex und so weiter, von der Verstrahlung befreien. Ah! Waffenlose Mindset, okay. Salisbury Steak. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bin ich jetzt eigentlich geheilt? Meierlöckkuchen. Mmh. Da bringt er gar nichts. Nudeln. Da bringt wirklich gar nichts. Alter, ey. Muss ich jetzt wirklich die Simpacks verballern? Danny Boy Äpfel. Und Hundefleisch. Komm hier rein damit. Ich versuch's mal so. Speichern. Mal gucken, wie oft, wie viele Speicherstände ich brauche. Da ist der Super-Duber-Mart. Und da unten ist eine Hütte. Ich habe Angst, deswegen bewege ich mich so langsam vorwärts. Hallo?
Bücher. Das Buch brauche ich nicht. Lass es liegen. Brauche ich eine Stange Zigaretten, kann ich wahrscheinlich verkaufen. Sonst nichts hier oder was? Ah. Ja. Für Munition hier. Sonst nichts. Oh, Teddybär. Damit kann ich meine Bude schmücken. Ofen öffnen. Gib mir die Zündflamme. Das ist Metall. Metall. Damit kannst du schöne Kronkorken verdienen. Ich guck mal nach Post. Nix da. Oh. Was ist hier passiert? Brahmenleiche. Verwesende Brahmenleiche. Okay, die liegen hier schon länger. Die sind nicht erst... Ein Brahmin! Ein Brahmin! Hey! Ich will mit dir reden. Ich sehe nicht, was da ist. Ich sehe es einfach nicht. Das kommt auf mich zu. Wir müssen es erledigen. Es führt kein Weg dran vorbei. Ah! Mole Rat! Na, eine Maulratte. Eine Maulwurstratte. Wie aus Gothic. Oh, was haben wir denn hier? Wasserventil. Treffer.90 Red. Das heilt mich auf jeden Fall. Aber auch nicht ganz. Nochmal. Ich glaube, die Radioaktivität ist noch nicht so schlimm. Sonst ist es schlimm. So, wenn wir gleich am Supermarkt sind, dann sag ich ciao. Tschüss. Und auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Warte. Jetzt sind wir schon beim 10. Ne, 11. Speichern. Ich muss auch das Set beenden. La, 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 la. Da juckt das Bein. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O und Bingo. What's his name, oh? Ne. Kannst auch mit Altmetall nehmen. Ne, ist leer. Ist auch leer. Ich habe einen super duper Markt gefunden. Der super duper Markt. Ich muss mal wieder einkaufen. Ich habe Tomaten auf der Liste. Oha. Wie, Walz aktivieren? Willkommen im Vault-Tec Assistant Targeting System. Dem Vault-Tec unterstützenden Zielsystem oder Walz. Walz zeigt die Trefferwahrscheinlichkeit ebenso wie den Zustand jedes Körperteils an. Maus 1 ihr Ziel angreifen. Maus 2 Angriff abbrechen, ehe ihre Aktion akzeptieren. Links klicken, um mit dem linken und rechten Pfeil auf ein anderes Ziel umzuschalten. Anzahl von Angriffe. Oh, da hinten ist ein... Oh, da sind zwei. Scheiße. Oh, da sind drei. Nee. Drecken, Dreckstöhlen. Das kann doch nicht so gut. Hey, du anderer Scheißköter. Und noch einer.
Lass es halt. Wenn man auf mich schießen würde, würde ich aufhören anzugreifen. Gib mir halt ein Hundefleisch. Lecker geil Hundefleisch. Wir waren noch vier. Ah, da. Gib mir alle ein Hundefleisch. Speichern. Wichtig. Ganz wichtig. So, ich habe hier gerade eine Brücke gesehen. Da wollte ich mal kurz gucken. Ob da vielleicht Minen liegen oder sowas. So, Leute, ich würde sagen, wir haben jetzt die Folge beendet. Oder wir beenden jetzt die Folge. Kommen wir hier in den Bus rein? Ich glaube nicht, ne, sonst wird offen. Ja. In Fallout 76 konnte man einen Bus. Bus. Das war mir allerdings eben zu spät, dass die Dinge aufgetaucht sind. Vielleicht kann ich die Grafik noch so einstellen, dass ich die Monster oder die Gegner schneller sehe. Oder früher. Ja. Oh. Ödländer. Nee. Ja. Oh. Oh nein, ich bin überlastet. Nee. Also bin ich überlastet. Das ist doch scheiße jetzt hier mit der Überlastung. Ich wollte doch da rein und noch Schiss sammeln. Soll ich den Scheiß hintun? Naja, darum kümmere ich mich dann in der nächsten Folge. Und in der nächsten Folge gehen wir dann in den Super-Duper-Mart, glaube ich. Oder ich... Ja, mal gucken. Ich denke schon. So, boah, dann bis dahin. Ciao.